Ihr steht manchmal davor und wisst nicht, wie ihr am besten die Schulter im Röntgen hinbekommt. Dann seid ihr bei mir genau richtig, denn heute in den Tipps und Tricks sprechen wir ein bisschen über die Einstellungen und Hilfen, die wir anwenden können für Schulter AP und dann natürlich die Y-View oder aber im Medizinischen die andere zweite Ebene, die es noch gibt. Seid gegrüßt, meine Freunde. Mein Name ist Christian Schramm. Mit dabei ist heute meine Kollegin, die Magda. Wir sprechen heute etwas über die Schulteraufnahmen, welche Tipps und Tricks es gibt, damit ihr eine perfekte Schulteraufnahme hinbekommt. Zu den Schulteraufnahmen gibt es ja zwei Positionen, einmal in aufrechter Position und einmal in liegender Position. Wir gehen die Schritt für Schritt einfach mal durch und dann schauen wir mal an, was ihr da machen könnt, wie ihr das am besten einstellen könnt, dass ihr da wirklich schön ins Gelenk reinschaut, dass da nicht irgendwas verkippt ist und so weiter. Zur Einstelltechnik, zur Lagerung und so weiter, das werdet ihr alles auf ordorat.de sehen. Zum Thema Strahlenschutz werde ich euch hier oben nochmal einen Link einblenden, den ihr euch dann auch nochmal anschauen könnt zum Strahlenschutz am Patienten. Als erstes schauen wir uns die Schulter AP in sitzender oder in stehender Position an. Das hängt davon je natürlich ab, was der Patient kann, wie ihr das am besten auch möchtet. Wichtig ist erst einmal die Haltung vom Arm. Wichtig ist natürlich, dass man den Arm nicht einfach so hängen lässt, sondern ihr müsst den Arm definitiv bei der AP-Aufnahme nach vorne drehen, dass wir einmal hier schon oben eine Drehung haben. Und dann ist es so, wenn wir jetzt so röntgen würden, wenn der Patient flach mit dem Rücken an der Platte dran steht, dann haben wir definitiv nicht das Gelenk frei. Deswegen müssen wir also irgendwie den Patienten natürlich drehen. Wie drehen wir den Patienten? Für die AP-Aufnahme wollen wir hier in das Gelenk reinschauen. Das Gelenk steht etwas schräg da. Bedeutet, wir drehen den Patienten zu uns in die Position, lassen den Arm immer schön senkrecht und schauen, dass wir dann ihn so weit reindrehen, dass das Gelenk dann frei wird. Wie machen wir das, dass wir da wirklich das Gelenk frei kriegen? Beziehungsweise wie kriegen wir das hin, dass wir den Winkel genau bestimmen? Da habt ihr natürlich bei euch dann die Hilfsmittel, wie zum Beispiel ein Keil oder Winkel. Manche machen es auch per Augenmaß, wie ihr das halt empfindet. Ich persönlich selber nehme gerne immer so einen Keil, einen 45-Grad-Keil her und positioniere ihn an den Rücken. Das zeige ich euch dann jetzt nochmal gleich. Ich stelle mich gerne dazu hinter dem Patienten, damit ich einfach mal einen besseren Blick habe auf den Rücken. Wie gesagt, ich drehe den Patienten schon in die Position, wie ich es für mich empfinde, kann aber dann natürlich zum Kontrollieren nochmal gerne einen Keil hernehmen. Und dazu nehme ich dann gerne diesen 45-Grad-Keil her. Dann ist es so, dass ich an diese Fläche dann den Rücken dranlege und auf die eine Kante dann parallel das zum Film, zum Stativ bringe. Wenn ihr das seht, ich nehme dann her, habe dann hier, wenn ich den Patienten jetzt hier so recht steil gestellt habe, habe den Keil hier hinten an den Rücken rangelegt, dass sie an den beiden Schulterblättern anliegt, die Fläche. Und dann würde ich nur noch zurückdrehen, bis die andere Fläche hinten einfach parallel oder an der Fläche dran liegt. Und dann habe ich eigentlich mal 45-Grad-Keil. Wichtig ist aber, dass ihr auch darauf achtet, dass der Patient nicht einen Buckel macht, dass er möglichst aufrecht sitzt oder steht, weil sonst würde automatisch ein bisschen mehr von dem Oberarm wieder auch in den Thorax-Bereich reinwandern und dann habt ihr auch das Klinoid nicht frei und dann könnt ihr in das Gelenk nicht reingucken. Hier seht ihr jetzt nochmal, wie es aussieht, wie der Keil dann am Rücken dran ist. An beiden Schulterblättern liegt er einfach plan auf und parallel dazu hier diese Kante zum Stativ. Ihr habt jetzt gesehen, wie man die Schulter AP am besten einstellt, damit ihr schön das Gelenk frei bekommt. Die zweite Ebene dazu wäre natürlich dann chirurgisch die Y-Aufnahme, sei es AP oder PA-Variante. Und medizinisch wäre dann das der Schwedenstatus 3. Wir gehen nochmal kurz ein auf den Schwedenstatus 3. Der Patient steht plan an dem Stativ, winkelt das hier ab und dass der Daumen nach hinten zeigt. Sie sollen das selber halten. Wenn Sie das nicht selber halten können, könnt ihr jetzt hergehen, dass ihr zum Beispiel einen Infusionsständer hernimmt. Dann kann er sich so ein bisschen hier festhalten am Infusionsständer und dann fällt der Arm auch nicht ab, weil viele haben manchmal die Kraft nicht, hier das zu halten. Ihr könnt auch sowas hernehmen. Das ist jetzt für die Thoraxaufnahme seitlich zum Beispiel, wo sich die Patienten dann festhalten können. Aber ihr seht, da ist schon ein bisschen schwieriger, da hochzugreifen und dann würde er eventuell noch weiter zu weit nach oben greifen. Oder es nach oben gehen und es wäre auch der Fall hier dann, dass ihr nicht auf die Messkammer kommt und dann habt ihr keine gescheite Aufnahme. Also ich würde euch da eher empfehlen, dass ihr dann einfach einen Infusionsständer hernimmt.
Für die Y-Führung müssen wir natürlich den Arm auf den Bauch ablegen. Das ist schon mal ganz wichtig. Dann haben wir vorhin bei der AP ja den Patienten so gedreht, dass er 45 Grad zur Krankenseite hingedreht wird, dass wir dann ins Gelenk hineinschauen können. Für die Y-Führung ist es jetzt aber wichtig, dass wir genau 90 Grad dazu, also drehen wir ihn in die andere Richtung. Ich räume das gern in AP-Variante und denkt, wie gesagt, dran, es wird hier vergrößert. Also, ich drehe ihn dann 45 Grad von der Platte weg. Auch hier nehme ich dann gern mein Keil her, auch dass ich hier wieder das Plan anlege, hier dran, also an beide Schulterblätter und dass die eine Fläche dann hier hinten wieder parallel zum Film kommt. Ganz wichtig auch hier, achtet bitte darauf, dass der Arm oder der Oberarm nicht zu weit nach vorne genommen wird. Das machen auch gerne die Patienten. Dann ist aber der Oberarm im Thoraxbereich drin und ihr habt dann keine Möglichkeit, das gescheit zu beurteilen. Denn das Y stellt sich ja durch die Scapula hier dar. Die Scapula steht also jetzt senkrecht zum Film und hier würde aber der Oberarm definitiv rauskommen. Ihr würdet natürlich die Scapula frei sehen, aber das wollen wir jetzt nicht. Wir wollen in der Y schön, dass der Oberarm mit der Scapula verläuft. Das ist das eine. Zudem schaut, dass der Patient keinen Rundrücken macht. Das machen die gerne, dass die so ein bisschen nach vorne gehen, so, weil sie immer ein bisschen faul sind. Also drückt ein bisschen hinten rein, dass sie ein bisschen schön die Brust rausstrecken. Und wie gesagt, achtet hier auf den Oberarm. Dann habt ihr eigentlich eine schöne Aufnahme. Was ihr auf alle Fälle auch noch machen solltet, ist, dass ihr diesen Keil wegnimmt, weil der würde sich eventuell hier darstellen im Röntgenbild. Deswegen nehmt ihn weg, schaut, dass er aber der Patient die Position inne behält, die er jetzt gerade hat. Was ihr auch machen könnt, ist die Scapula Ränder tasten. Ist für viele Patienten unangenehm, weil wenn ihr jetzt hier reintastet, habt ihr einmal den medialen Scapularand, der laterale Scapularand ist weit außen und recht tief in der Achselebene. Und das ist für viele Patienten unangenehm, wenn ihr da reindrückt. Aber da könnt ihr auch nochmal kontrollieren, ob ihr die Scapula senkrecht zum Film kriegt. Ihr müsst einfach hier ein bisschen von oben drauf schauen und dann hier tasten, ob ihr ungefähr in die Position seid. Also das könnt ihr also auch machen. Wenn ihr jetzt keinen Keil habt, kein 45 Grad Keil, könnt ihr auch die Scapula-Ränder tasten und dann so drehen, wie ihr das haben wollt. Das ist also ganz wichtig, dass ihr da ein bisschen drauf achtet, dass die Scapula, wie gesagt, senkrecht zum Film kommt. Wir können uns jetzt auch noch mal kurz die PA-Variante anschauen. Dazu nehmen wir jetzt dann mal einfach die andere Schulter her, kurzzeitig. Wenn es jetzt, sagen wir mal, ist es jetzt die rechte Schulter jetzt dann der Fall, würde dann die PA-Variante so aussehen, dass ihr am besten erst einmal wieder den Arm richtig positioniert, hier vorne auf dem Bauch, das ist ganz wichtig. Und ich mache es dann so, dass ich dann wirklich den Oberarm auf die Messkammer positioniere, dass ich mal hier alles einstelle und dann im Patienten einfach nur 45 Grad nach vorne drehe. Der Oberarm bleibt aber hier in der Messkammer bestehen und ich habe hier auch, schaue auch hier, dass der Oberarm senkrecht runtergeht. Zur Kontrolle kann ich auch hier wieder Scapularänder tasten, also hier den medialen und den lateralen Scapularand oder wenn ihr euch nicht sicher seid, könnt ihr auch. Oder falls ihr das nicht machen wollt, könnt ihr auch gerne einen Keil hernehmen, 45 Grad wieder hier anlegen. Jetzt müsst ihr nur schauen, jetzt habt ihr nichts zum Anlegen, aber ihr könnt ja schauen, ob das einigermaßen das parallel zu dem kommt oder beziehungsweise diese Kante senkrecht dazu. Das wäre zum Beispiel auch die Möglichkeit. Und dann habt ihr eure 45 Grad perfekt eingestellt für die Y-Aufnahme chirurgisch. Kann der Patient jetzt nicht stehen oder sitzend? Dann habt ihr die Möglichkeit, also diese Aufnahme auch in liegender Position zu machen. Also ihr müsst einfach die aufrechte Position dann in eine horizontale Position umändern. Lagerung ist genau das Gleiche. Ihr solltet ein bisschen darauf achten, dass ihr natürlich den Arm richtig lagert, dass der Patient einigermaßen stabil liegt. Und dazu nehme ich natürlich dann auch gerne mein 45-Grad-Keil her, weil da könnt ihr dann auch schön drauf liegen, entspannt liegen bleiben die Patienten dann. Und ihr habt dann vielleicht auch wieder eine schöne Aufnahme oder ihr bekommt eine schöne Aufnahme damit hin. Vorher, ganz wichtig, wenn ihr die AP-Aufnahme macht, erstmal wieder die Armlagerung. Das heißt, ihr schaut, dass ihr den Arm möglichst dann wieder ausgestreckt habt, dass das so der Fall ist. Und dann müsst ihr den Keil drunter legen, aber unter die gesunde Seite, nicht unter die kranke Seite, wenn ihr die AP-Aufnahme machen wollt. Ich nehme jetzt diesen 45-Grad-Keil her und drehe den Patienten auf die kranke Seite, denn der Keil kommt unter die gesunde Seite. Ich nehme dann immer diese Matte her, drehe den Patienten auf die Seite,
auf die kranke Seite, schiebe den Keil einfach so unter die Matte drunter und dann lasse ich den Patienten einfach wieder zurückdrehen auf die Fläche, auf den Keil drauf, dass er einfach stabil liegt. Dann habe ich meine Position erreicht. Was ich jetzt nur noch mache, ist einfach die Positionierung mit dem Tisch hin und her fahren, dass dann ich dann in Position komme und mein Glenoid schön frei bekomme. Das wäre jetzt dann die Schulter AP in liegender Variante. Wir haben uns jetzt eben gerade die Schulter AP in liegen angeschaut. Die zweite Ebene dazu wäre die Y-View. Dazu gehe ich her, wieder den Arm erst einmal zu positionieren, dass ich den Arm diesmal auf den Bauch ablege, so wie wir das ja auch in der stehenden Variante gehabt haben. Nur ist es jetzt so, dass ich natürlich jetzt die kranke Seite anhebe und es auf die Patienten auf die gesunde Seite drehe. Und auch hier wieder mein Lieblingskeil, mein 45-Grad-Keil für die Schulteraufnahme. Ich nehme also die Matte her, drehe den Patienten, schiebe den Keil drunter, so bis zum Anschlag, so dass er an der Schulter auf der gesunden Seite anliegt und bitte wieder, dass der Patient sich auf diesen Keil drauf dreht. Dann habe ich hier eigentlich schon die perfekte Einstellung, beziehungsweise ich muss nicht viel mehr machen, kann noch mal schauen, ob er ungefähr hier mit dem Arm richtig, dass der Arm nicht zu weit nach vorne liegt, weil auch hier kann es wieder passieren, dass der Oberarm in den Thorax reinwandert und das wollen wir ja nicht haben. Also schaut auch, dass ihr hier wieder ein bisschen zurücknimmt. Könnt ihr auch mal ein bisschen vielleicht das so parallel zu dem Keil bringen und dann habt ihr auch die Aufnahme. Ich lasse den auch drunter, damit der Patient einfach stabil liegt. Und auch hier wieder schaue ich, dass ich dann hier schön auf den Oberarm zentriere. Ein bisschen hier noch ein bisschen überstrahle und dann war es das. Dann habe ich also hier auch wieder eine schöne Aufnahme Y im Liegen. Wie ihr seht, ich nehme gerne diesen 45-Grad-Keil her, sei es in aufrechter Position oder in liegender. In liegender habt ihr die Möglichkeit, dass der Patient sich also darauf ablegt und dann entspannt liegt. Seid ihr erfahren, braucht ihr natürlich jetzt das nicht unbedingt machen, so wie ich euch das jetzt hier erklärt habe. Weil da dreht ihr einfach nur rein, schaut, dass ihr zum Beispiel bei der Y noch durch Scapularänder ein bisschen kontrolliert und das war's dann. Seid ihr jetzt Anfänger und wisst nicht genau, wie ihr dahin kommt, würde ich euch das herzlich empfehlen. Nehmt diesen Keil, haltet ihn ran, dreht es hin dem Patienten und dann habt ihr eure 45-Grad-Aufnahme. Schaut, dass noch die Armlagerung richtig ist und dann war es das mit der Aufnahme und ihr habt eine perfekte Aufnahme, so wie es im Lehrbuch steht. Ihr könnt ja aber dann mal eure Erfahrungen in den Kommentaren schildern. Wenn ihr noch weitere Tipps und Tricks sehen wollt, blende ich euch hier nochmal kurz was ein und ich würde mich dann bedanken fürs Zuschauen und sage auf Wiedersehen, eure Magda und meine Wenigkeit.